Ich weiß nicht. Ich glaube, diesmal aktiviere ich ihn. So, wie war das? Muss ich hier jetzt rauf? Ich glaube, hier waren... Ja, ich laufe jetzt hier einfach durch. Ich weiß ja, da ist der Schlüssel nirgends. Ich glaube, der Schlüssel war ganz da oben. Ich habe so ein super tolles Kurzzeitgedächtnis. Ich merke mir das nicht. Ich weiß absolut nicht. Ja gut, hier weiß ich es natürlich schon wieder. Aber unten, ich hätte jetzt nicht gewusst, war das hier jetzt der Schlüssel oder war das schon der Level-Mittelpunkt oder was war das? So, runter. Jetzt ist natürlich blöd, dass die Viecher da sind, aber... Ha, einen haben wir gleich mit dem Schlüssel mitgenommen. So, den zweiten Block. Ne, den muss ich aufschlagen, weil ich brauche den Drachen dann für die... Also, ach Gott, einmal sage ich Drache, einmal sage ich Krokodil. Ich brauche den Krokohelm ja nachher dann für die Blöcke, weil sonst komme ich da nicht durch. Nein, nein, ducken, okay. Ist ja gerade nochmal gut gegangen. Sprung, Sprung, Sprung. Nee, ich werde auch jetzt den Mittelpunkt nicht aktivieren. Ja, gut. Nee, es wäre eigentlich, jetzt komme ich erst drauf, es wäre eigentlich wahnsinnig blöd, den Mittelpunkt zu aktivieren, denn wenn ich sterbe, ja, dann starte ich beim Mittelpunkt, aber was fehlt mir dann? Quizfrage. Ja, der Schlüssel. Deshalb keinen Mittelpunkt setzen. So. Der zweite Versuch. Ach, es ist so rutschig hier. Und ich vermute, ich muss hier mit dieser lustigen Kuh... Segeln wir mal nach oben. Und hier gibt es massenweise Münzen. Die werde ich aber dann beim Weg zurück einsammeln. Wobei, wenn wir schon mal dabei sind... Nein, ich will eigentlich zuerst den Schlüssel in Sicherheit bringen. Nein, nicht nach unten, nach oben. Also für alle, die es nicht geschnallt haben, die Kuh hat da ganz unten so ein liebes Pfeilchen dran und in die Richtung fliegt sie. Und klar, hier sind Stacheln. Und ja, jetzt habe ich mich gar nicht gefreut, dass die Schlüsseltür hier ist, weil mir war das irgendwie ganz klar. Jo, und ein Schatz. Was haben wir hier? Ach, wie süß. Ja, das kann jetzt entweder Peachs Einkaufstasche sein oder eine Kuhglocke. Ich tippe eher mal auf die Kuhglocke der Milka-Kuh. Oder es kann auch ganz was anderes sein. Keine Ahnung. Ich habe mich vorher nicht informiert, wie die Schätze heißen. Also den ganzen Blödsinn, den ich da von mir gebe, das ist alles frei erfunden. Also das ist nicht die Krone des Genghis Khan, denn Genghis Khan hatte, glaube ich, gar keine Krone. Und ja... Und römische Legionäre hatten sicherlich auch kein so billiges Schild wie das Schild, das ich hier eingesammelt habe. Vor allem die Schrumpfköpfe der Mayas, ja. Gut, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Hey, ich merke gerade, ich habe über 100 Münzen. Das ist schön. Nur, wenn ich mich ganz doof anstelle, sterbe ich hier noch. Obwohl, könnte sich ausgehen. Ne, bleib weg, dumme Seekuh. Ja. 93 Münzen, ab ins Bonus-Level. Und nein, ich mache das Lebensbonus-Level sicher nicht. Ich weiß, da gibt es ganz viele tolle Modi, aber ich mache das nicht. Hey, Geldsack, wieder mal. Toll. So, zweiter Versuch. Nochmal rechts. Komm. Nein, ein Gewicht. Okay, wir sind wieder auf Startkapital. Nochmal rechts. Ja, und wir sind über Startkapital. Wunderbar. 186. Und wieder ein Schatz mehr. Uns fehlen noch 4 Schätze. So. Und Wario freut sich. Wir freuen uns auch. So, und jetzt habe ich hier noch eine Rechnung zu begleichen. Das ist nämlich das Boss-Level. Ich hatte beim letzten Run den Boss einfach mal gekonnt ignoriert. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich werde in diesem Run den Boss töten. Den bösen, 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 bösen Pinguin. Dazu muss ich groß bleiben. Das bedeutet, ich muss mich konzentrieren. Ich werde in diesem Level jetzt bewusst nicht für Münzen einsammeln. Denn ich will so schnell wie möglich zum Boss. Hier gibt es keinen Schatz. Hier gibt es nur eine offene Rechnung zu begleichen. Jo. Also, ihr kennt euch aus. Ich quatsch nicht mehr, ich spiele nur mehr. Werde den Boss töten und ja, dann geht die Schatzsuche weiter. Runter,
runter, runter, runter. Ich lasse die Kisten hier leer. Ich mag eigentlich den Helm, den ich hier habe, ganz, ganz gern. Okay, ich erinnere mich. Das Level mit diesen seltsamen Holzpflöcken, die hier einfach so mir nichts, dir nichts aus der Wand kommen. Hier von unten, von oben, von links und von rechts. Und Wario, tja, zu Leibe rücken wollen. Aber natürlich schaffen sie das nicht. Münzen, Münzen. Also hier die Münzen, die muss ich natürlich einsammeln, wenn sie schon so schön am Weg liegen. Eh nicht alle, ich lasse ein paar über für die armen Leute, die hier vielleicht noch... Nein! Ja, jetzt muss ich... Ja, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich dachte mir, ich gehe jetzt mal schnell in das Level, laufe da durch, besiege den Endgegner und alle sind happy, inklusive mir und Wario und überhaupt. Gestaltet sich doch als etwas schwieriger als gedacht. Also nochmal von vorn. So, blöde Pelikane. Falls das überhaupt Pelikane sind, sie haben auf jeden Fall große Schneeblumenwerfen mit Seeminien nach uns. Die sind mir aber relativ egal. Ich hole mir die Herzchen, aber auch nur aus dem Grund, weil irgendwo hier, genau hier, ist der Hasenjet. Und wir fliegen gekonnt über die Gegner drüber, Treppe rauf, Igel tot. Ja klar, jetzt hat er wieder mit seinen Stacheln hier nach mir, ja, geworfen ist vielleicht das falsche Wort. Er wollte mich einfach aufspießen, genau gleich wie diese Pixies. Irgendwie wollen wir mir ja alle Gegner etwas anhaben, ich verstehe es nicht. Ich bin doch eigentlich ganz, ganz lieb. Ich meine, seht euch Wario an. Der grinst hier, der hatte seinen Spaß, der hat einen Helm auf, mit dem er irgendwie fliegen kann und der die Form eines Hasen hat. Boah, ja, das war wieder knapp. Wobei, ich weiß nicht, woher ich das habe, dass der die Form eines Hasen hat, aber gut. Es ist irgendwie so wie beim... Ja, also gleich Disclaimer vorneweg, ich war noch nie bei einem Psychiater, aber ich kenne das aus Filmen. Da werden dir so Bildchen vorgelegt und du musst sagen, was du da siehst. Und dieses Hasenhelm-Item, das ist irgendwie auch so ähnlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jeder das gleiche sieht. Weil für mich sieht das wie ein Hasenhelm aus und für andere sieht das vielleicht anders aus. So. Jetzt muss ich ja aufpassen, genau, jetzt kommt hier diese komische Irgendwas-Kugel und rein bei der Tür. Und der Gegner. Und jetzt muss ich wirklich 8 geben. Also 8, die Zahl 8 und geben. Haha. Denn, wenn ich hier wieder klein werde, kann ich ihn wieder nicht besiegen. Und ich will den eigentlich besiegen. Ich hoffe nur... Ja, sieht gut aus. Also mit dem Hasenjet kann ich ihn auch anrempeln. So, der ist irgendwie sehr doof. Der macht immer dasselbe. Das ist ja jetzt für mich kein Hindernis, dass ich trotzdem abfehle. Ja. Ja, perfekt. Oh mein Gott, was ist hier los? Herzen. 3 Abherzen. Okay. Ich habe jetzt auf einmal, glaube ich, 15 Leben erhalten oder irgend sowas. Ja. Ja, rechter Kübel bringt immer sehr viel. Moment, ich muss jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Irgendwie fühlt sich meine Kehle sehr trocken an. Sekunde, ich hoffe... Ja, ich schalte das Mikro jetzt nicht ab. Hat man es gehört? Wenn ja, habt euren Spaß damit. Habt Freude daran, dass ich auch trinke, dass ich auch ein Mensch bin und Flüssigkeit brauche. Jo. Gut. Dann hätten wir diese offene Rechnung auch beglichen. Das hat sich jetzt richtig ausgezahlt. 20 Münzen und... Ja gut, wir haben 20 Leben erhalten. Oder 18 oder vielleicht weniger. Aber so richtig ausgezahlt hat sich das jetzt nicht so. Und weiter geht's mit der Schatzsuche. Jetzt sind wir wieder bei Mount Teapot. Raus da. Runter da. Nee, falsch. Was mache ich? Ich muss ja hier rein. Hier gibt's sicher auch noch einen Schatz. Ja, hier hatten wir nämlich einen Geheimgang vergessen. In diesem Level, man sieht, links blinkt etwas. Da kommen wir dann sicher hin, wenn wir hier den Geheimgang finden. Und ja klar, das ist eines meiner Lieblingslevels, Lorenfahrt. Diesmal mache ich sicher nicht den gleichen Fehler wie letztens, dass ich den Hasenjet hier durch, weiß ich nicht, einen Wikingerhelm oder noch besser, durch einen Krokohelm tausche. Denn bei solchen Levels ist der Hasenjet richtig praktisch. Ich wollte eigentlich Münzen einsammeln, nur Münzen sind hier eigentlich meistens nur... Nein!
gut, gekonnt ausgewichen. Münzen sind ja eigentlich nur zur Verlockung da, dass man frühzeitig von der Lore springt und in den Tod springt. Okay. Hui, da geht's rauf. Was ist hier drin? Herz, Herz ist gut. Ich würde es ja wirklich... Nee, da kann man nicht rüberfliegen. Ich glaube, das ist der Level-Mittelpunkt. Den aktivieren wir nicht, aber die Münzen hole ich mir. So. Ich glaube, ich kann mich erinnern, wo ich hier hin muss. Nee, das war wieder ein Fehler. Ich will hier runter, weil hier brauche ich... Obwohl, ich habe den Hasenjet, ich brauche die Loren gar nicht. So, nur das Herz. Komm. Komm. Also, ich glaube mich zu erinnern, wo hier der geheime Ausgang war. Da gab es ja so eine Stelle, wo man... Wo bin ich jetzt gehangen? Wo man irgendwie nach unten springen musste. Oder, nee, wo der normale Weg oben war. Und wenn man aber eine gewisse Zeit auf der Lore bleibt, dann... Ist das nicht sogar schon hier? Ja, das ist hier. Und nein! Ja, klar. Ich meine, ja... Selbe Geschichte wie immer, wir brauchen den Level-Mittelpunkt nicht. Ich meine, ich schaffe das am ersten Run und überhaupt. Und ja, und jetzt fährt die Lore gleich ohne mir los. Ja, klar. Komm, Lore. Spring in den Tod. Ich spring dir nach. Nein, diesmal nicht. Ja. Irgendwie, jedes Mal, wenn ich sage, nee, Level-Mittelpunkt brauchen wir nicht, jedes Mal stürze ich nachher in den Tod. Das ist... Ja, und das ist bewiesen. Also bewiesene Tatsache. Da könnten wir, oder ich, oder wie auch immer, ja, das könnten wir in die Lehrbücher der Unis aufnehmen. Hm. Wenn Cloud sagt, nee, Level-Mittelpunkt brauchen wir nicht, schaffen wir beim ersten Mal, dann bedeutet das, er fliegt in die Lava. Also könnte man Murphys Gesetz irgendwie weiter stricken und diese eine neue Erkenntnis damit aufnehmen. Jo. Gut. Schön, dass wir da auch mal drüber gesprochen haben.